Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ihr habt es am Titel gesehen, Qualität ist uns wichtig. Es wäre natürlich auch schön, wenn das in anderen Sachen so wäre. Qualität ist uns wichtig. Ich glaube, ihr wisst, wohin ich gerade ziele. Aber sei es drum, heute ist Sneak Peek Tag Nummer 2. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen komisch aufgebaut hier. Denn die News, beziehungsweise die Sneaky News, die gab es heute ein bisschen eher mal im offiziellen Blog von Clash of Clans. Den gibt es ja auch noch in Deutsch, Englisch und in verschiedenen anderen Sprachen. Aber willkommen zurück zum Tag 2 unserer Vorschau für das Sommer-Update. Gestern haben wir die neuen Level vorgestellt, auf die du dich freuen kannst, wenn das Update veröffentlicht wird. Da freue ich mich auch drauf. Heute teilen wir die Verbesserung der Lebensqualität, Quality of Life and Balance Changes, die euch in diesem Update erwarten. Also das ist richtig viel, Leute, kann ich euch sagen. Und ich scroll einfach mal so ein bisschen durch auf die verschiedenen Punkte hier. Benutzerdefinierte Armeen für Freundschaftsspiele, das ist richtig, richtig nice. Angriffe in Freundschaftsspielen und Freundschaftskriegen erfolgen jetzt mit einer speziellen Freundschaftsarmee, die vor dem Angriff konfiguriert werden kann und deren Ausbildung weder Ressourcen noch Zeit kostet. Leute trainieren, bis der Arzt kommt. Das ist echt cool. Muss ich mal so sagen. Das ist ein Hammer. Das ist unglaublich. Das ist also Wahnsinn. Muss ich echt mal so sagen. Ich bin wie von den Socken, als ich das gelesen habe. Verbesserte Rathaus-Upgrade-Erfahrung. Auch das, Leute, habe ich gestern angesprochen und auch schon öfter in den Livestreams. Es gibt Leistungssteigerungen ab Rathaus 4. Das heißt, man kommt ein bisschen schneller voran. Und genau das habe ich ja gestern eigentlich gesagt. So ein Button, so mach mir mal mein Rathaus jetzt sofort auf 9. Finde ich richtig cool, was das genau dann im Einzelnen heißt. Das werden wir sicherlich dann sehen. Aber Leistungssteigerung ab Rathaus 4 werden Truppen und Zauber vorübergehen für eine begrenzte Zeit auf die vom Labor erlaubte Höhestufe erhöht. Das ist echt cool. Du kannst die Truppen schon mal nutzen, Max, sag ich mal, für deine Rathausstufe, obwohl du sie noch gar nicht mal hast. Wie das Ganze dann im Game aussieht, das ist dann Aufstockung der Ressourcen aus Sternbonus, Schub und auch Heldenschub um plus 5 pro Held. Richtig, richtig krass. Also ich bin, muss ich mal so sagen, als ich das gelesen habe, eben habe ich gedacht, Alter, das ist ein Hammer Changes hier. Das wird ein riesen Update, das Sommer-Update. Und aber wir gehen mal weiter. Balance-Änderungen im Heimatdorf, Ausbildungskosten werden reduziert für Golems etc. Die Reduzierungszeit aller Helden ist von 49 auf 40 Minuten gesunken. Ist natürlich cool, dass auch dort jetzt nicht wieder alles plus, ich sag mal, eine knappe Stunde reckt, sondern alles ein bisschen weniger recken. Also man kommt schneller zu Rande und die Beutekarre ist auch ganz, ganz witzig. Ich habe die Beutekarre ja auch hier oben. Sie kann jetzt einfach mal ein bisschen mehr aufnehmen, 90 Tage. Und die Kapazität ist echt Hammer. Ich glaube, ich habe im Moment nur ein Rathaus Level 7, wo ich überhaupt mal, ich glaube, ich habe gesagt, da kann man maximal 1,2 Millionen reinsammeln und ein bisschen Dunkles. Das ist jetzt schon allein hier erhöht auf 8 Millionen und 80.000 Dunkles. Also auch, wenn ihr mal eine etwas längere Clash of Clans Pause macht, seid ihr nicht ganz ressourcenlos, wenn ihr wieder zurückkommt. Die Lagerkapazitäten die zurückgegebene Ressource wird dann, wurde auf allen Leveln erhöht. Also auch da gibt es dann ein bisschen mehr zurück. Und in der Bauarbeiterbasis gibt es auch Änderungen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich gehe mal in die Bauarbeiterbasis rein. Ihr seht das ja hier so ein bisschen so halb. Flächenschaden des Zerschmetterers würde von 3,5 Feldern auf 2,8 Feldern reduziert. Das habe ich eben mal versucht nachzuhalten. Aber hier steht sowieso nur 2 Felder. Okay. Was das auch immer sein mag, da steht sowieso nur 2 Felder. Aber ich glaube, ihr kennt das Problem, dass auch dann immer noch Truppen, die hinter einer Mauer sind, ab und zu mal Schaden bekommen, obwohl sie gar keinen Schaden bekommen würden tun. Sollten, so muss ich sagen. Sprungfalle wurde erhöht, allerdings nicht die Kapazität auf der Max-Sprungfalle, die ist in diesem Fall so geblieben, also auf 20. Wo ich mich erstmal einlesen musste, ist, dass die Gewichte der vereinzelten Truppen hier bei den Barbaren, Schleischschützen, Haut auf Riesen, Bombenwerfer wurde erhöht. Das heißt also, das Gewicht, das sind die Gewichte, die sich auf die Stoß- und Sprungfalle auswirken. Also normal ist das Gewicht im Moment 1, tatsächlich von den tobenden Barbaren. Das wird dann auf 2 erhöht. Das liegt dann anhand der Erhöhung der Kapazität der Sprungfallen. So muss man sagen. Verbesserte Erfahrung für zurückkehrende Spieler.
Leute, da ist der Hammer echt. Also es ist wirklich krass. Es geht ein bisschen schneller voran und zurückkehrende Spieler bekommen verbesserte Erfahrung. Also auch da kann man dann wieder schnell einsteigen. Das sind hier übrigens schon die zusätzlichen Spieländerungen, die ich jetzt gerade anspreche. Beim Speichern von Spendenanfragen berücksichtigt das Spiel nun auch Truppen, Zauber- oder Belagerungsmaschinen, die sich bereits in der Clanburg befinden. Sehr, sehr cool. Die auf den truppenbasierten Aufgaben der Saison an Saisonherausforderungen wurden neu ausbalanciert, sodass ab Rathaus 9 mit Truppen aus der Clanburg abgeschlossen werden können. Das ist sehr gut. Wichtigste Änderung wahrscheinlich für alle 11er, 12er und 13er. Es kann wieder mit Luft angegriffen werden. Die KI des großen Wächters wurde verbessert, um der Gruppe besser folgen zu können. Ihr kennt das Problem sicherlich, dass der Warden, wenn er auf Luft steht, so ein bisschen komisch fliegt, sage ich mal. Und viele Laloons gingen dadurch kaputt. Also gerade die Lalu-Angriffe gingen dadurch kaputt. Und um besser folgen zu können und weniger Anfälle für das Abdriften im Luftmodus. Abdriften, auch nicht schlecht. Suchende Luftmine werden nicht mehr über die gesamte Karte fliegen, wenn ihr ursprüngliches Ziel nach dem Auslösen der Falle aber vor der Aktivierung der Falle zerstört wird. Aha, also wenn dann Lakai dann schon drauf geht, dann fliegt die Bombe nicht komplett durch, obwohl dort nichts mehr ist. Die maximale Entfernung für das Zielauswahl beträgt jetzt das Doppelte des Auslöserradius. Okay, Truppen, die den Sprungzauber verlassen. Halt, es ist wirklich viel, Leute. Ich sage mal Alter, ich weiß gar nicht, ich bin noch der Alter. Sollen ein neues Ziel anvisieren, um zu verhindern, dass die Truppen im Sprungzauber stecken bleiben. Das Streukatapult kann um Munition ausgehen. Okay, ähnlich wie beim X-Bogen und Inferno. Wir müssen also nachgeladen werden. Wenn ihr also länger nicht im Dorf seid, dann kann es sein, dass die leer laufen. Die Angriffsgeschwindigkeit wurde von 3 auf 3,036 Sekunden reduziert. Okay, ist jetzt 3 weniger als 3,063,36? Ich glaube eher, das ist mehr. Naja, wir werden das dann sehen, wenn das Ganze live ist. Die Wegfindung des Mauervernichters, das wurde verbessert. Auch das, glaube ich, kennt ihr, wenn man den Mauervernichter ersetzt, dann ist er manchmal so schräg, so quer. Und dann kann der, dann fährt er erstmal eine komische Route und geht nicht sofort Richtung Base rein. Die Möglichkeit, dass die falschen Clanmitglieder in einem Clark einzubeziehen, wenn ein neues Mitglied mit einer hohen Trophäenanzahl den Clan während der Mitgliederverfahrens beitritt, wurde behoben. Das kenne ich leider so nicht, Leute. Und es gibt noch ein paar UI-Änderungen. Das Öffnen des Kriegsbildschirms während der CWL wird verhindert, wenn du nicht mindestens Ältester, oder im Rooster enthalten bist. Das gilt für alle Ligastufen. Ich hatte mich auch schon gewundert, dass ich auch bei Spätzle mit Soße reingucken konnte, obwohl ich gar nicht im Clan war. Und die hat noch eine laufende CWL. Kann sein, dass ich es konnte, weil unsere schon beendet war. Die Information verbleibende Zeit wurde in den Clan oder in den Clan-Chat-Einträgen mit hinzugefügt vom Bauarbeiter. Basis, also das ist von Bauarbeiterbasis Freundschaftskämpfen, aber auch die Information zur verbleibenden Zeit, da kann man also schon mal sehen, wie lange der Kampf denn dauert. Erlaubt die schnelle Spende jeder normalen Truppenversion auch sehr gut, auch wenn die Supertruppenversion aktiviert ist. Auch das hat mich immer so ein bisschen geärgert. Das heißt, ihr seht ja, ich kann im Moment eigentlich nur die Supertruppe den Fassroller hier nehmen, also den Supermauerbrecher, möchte ich jetzt aber etwas verspenden. Das heißt also, oh, hier fordert gerade keiner, aber ihr kennt das Problem. Und möchte jetzt gerne mit der schnellen Spende einen normalen Mauerbrecher spenden, dann geht das nicht. Demnächst geht es wieder. Wunderbar, dafür echt einen fetten Daumen nach oben von mir an Supercell. Pop-Up-Fenster Creator Boost ist aktiv im Shop hinzugefügt. Okay, das sage ich jetzt mal nicht so. Die Anzahl der ungesehenen Angebote wird in den Tabs Schatz und Angebote im Shop angezeigt. Ein Soundeffekt beim Umschalten des Modus des großen Wächters Luftboden wurde hinzugefügt. Okay, manche hören ja manchmal dann oder gucken nicht hin, wenn sie umschalten. Dann hören sie es jetzt wenigstens, wenn man denn den Sound anhat. Aber Leute, keine Sorge, das Beste kommt erst noch. Also auch morgen wieder ein kleiner Sneak. Falls du es noch nicht gehört hast, werden wir im nächsten Update 2 neue Supertruppen vorstellen. 2 neue, ich denke mal, ihr kennt sie alle schon so halbwegs. Also schau dir die morgige Ankündigung an, bei mir auch an, um alle Einzelheiten zu erfahren. So, ich kann das jetzt eigentlich auch wegmachen hier, denn in der Zeit, wo ich das hier jetzt so aufgenommen habe, ist aber nicht so schlimm, nehme ich die Bildschirmaufnahme jetzt mal raus. Ist das Ganze nämlich doch schon live gekommen hier, da seht ihr es. Das Ganze ist jetzt schon live gekommen und nochmal dann
zum Nachlesen, aber es ist echt viel, wenn man jetzt hier durchscrollt. Und aber ihr hört das schon, ich bin sehr, sehr begeistert. Ich hoffe, ihr seid auch so begeistert über dieses, über diese Balance oder ja, Quality of Life Änderung. Also es ist wirklich, wirklich viel. Und später muss man dann auch mal sehen, ob das denn auch alles so ist, weil es ist ja irre, was da auf uns zukommt im Sommer-Update. Und ich freue mich in jedem Fall, dass ich vor allen Dingen jetzt auch mal ein bisschen eher war mit der ganzen Sache. Zeigen kann ich euch ja leider nichts, da ich ja keinen Creator-Code habe, wo ich jetzt euch das ein oder andere auch zeigen kann. Das ist aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Ich denke mal, meine Meinung interessiert euch, was das Ganze so angeht. Und vielleicht konnte ich euch so ein bisschen hier bei Clash of Clans anstecken, was das Update angeht und was das Spielen allgemein angeht. Also ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich wünsche euch weiterhin ein schönes Wochenende. Bleibt am Kanal dran. Verfolgt mich auf Twitch, um die schönen Livestreams am Wochenende zu sehen. Und bis dahin, Leute, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.